Die Schachwelt blickt Richtung WM, das Duell zwischen dem Russen Yanni Pomaschi und dem Chinesen Ding Liren. Am Zug auch Großmeister Niklas Huschenbeet. Im Internet kommentiert er die Partien regelmäßig. Vielleicht wären die Alternativen wie Turm H8 oder Läufer schlägt E4 sicherer gewesen. Schach, das ist für Niklas Huschenbeet eine große Entdeckungsreise. Jede Partie ist irgendwie anders und obwohl ich schon so lange Schach spiele, gibt es immer noch was Neues für mich zu entdecken. In diesem Jahr gibt es auf jeden Fall etwas Neues, nämlich einen neuen Weltmeister. Denn der amtierende Magnus Carlsen verzichtete auf eine Titelverteidigung. Grund: fehlende Motivation. Die bisherigen Partien waren so eine Art Achterbahnschach zwischen Nepomaschi und Ding. Keiner der Kontrahenten konnte sich deutlich absetzen. Dreimal Remis, zwei Partien konnte Ding für sich entscheiden. Nepomaschi, von den Fans Nepo genannt, gewann dreimal und führt damit knapp mit 4,5 zu 3,5. Ein Zwischenfazit nach Partie 8, die gestern Remis endete. Am Ende rettet sich Nepo. Und ein ganz, ganz wichtiges Remis für ihn hier mit Schwarz. Damit behält er die Führung und für Ding ist es unheimlich bitter. Erst die unnötige Niederlage in der 7. Partie, jetzt hier mehrmals den Sieg verschenkt. Maximal 14 Partien plus Tiebreak kann es insgesamt geben. Spätestens Ende April steht der Weltmeister fest. Bis dahin ist Niklas Huschenbeet quasi schachmatt gesetzt, was private Partien angeht. Denn der Kommentatorenjob geht zu WM-Zeiten natürlich vor.